So, einen wunderschönen guten Tag. Damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zum PC Building Simulator 2 mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Hallöchen. So, wir machen weiter. Wir haben 3 Aufträge: bauen, anpassen, bauen. Wir kommen endlich in den Genuss, mal wieder was richtig Schönes hier zu bauen. Fangen wir mal damit an. Hi, ich möchte die E-Sport-Szene. Ich möchte in die E-Sport-Szene, ne? Und habe mich gefragt, ob du mir da vielleicht helfen könntest. Ich habe bei allen großen Teams beworben. Am liebsten wäre mir Tinity. Das ist mein Traumteam. Aber ich glaube nicht, dass sie mich nehmen. Blablabla, Chance bekommen, mich Aktion zu sehen. Bald beginnt hier in der Nähe ein kleiner Wettkampf. Aber ich brauche ein Rig. Ja. Damit, mit denen ich auffalle. Ich habe 2000 Euro gespart, vielleicht kannst du mir den bestmöglichen PC bauen. Super schnell, RGB, Wasserkühlung, ich will auf nichts verzichten. Glaubst du, du kannst das machen? Ja, also, PC kann Light of Legends ausführen, empfohlene Spezifikation. CPU und GPU mit einer Wasserkühlung versehen, 4 RGB-Komponenten mit Farbe Rot und Effekt statisch installieren. Gib weniger als 2000 Dollar aus. / Euro. Das ist natürlich eine Ansage. Aber kriegen wir hin. Das kriegen wir durchaus hin. Und bei den ganzen Komponenten, die dann dazukommen, würde ich auch einfach die Lieferung am gleichen Tag machen. Weil das fällt dann eh nicht mehr auf. Ne? Also von daher passt schon. So, mein PC sieht ziemlich öde aus. LEDs sind echt klasse. Ich bräuchte eine Menge davon. Könnte man Document Reader auf dem PC gebrauchen? Wäre das möglich? Ist es okay, dass alles so staubig ist? RGB-Beleuchtung setzen auf lila mit Effekt statisch. Aha. Ja, und wenn es nichts weiter ist. Er hat auch kein Teilebudget. Ja, von daher müssen wir es einfach nur darauf setzen. So, ich suche derzeit einen PC-Neubau. PC muss einen Leistungswert von 14.807 erreichen. Ist das möglich? Denken Sie, dass Sie bis zum 15.12. schaffen? Ich glaube, Aufkleber würden auf meinem PC gut aussehen. Geht das? Versuchen Sie erst gar nicht, mir irgendwelche Gebrauchsteile unterzujubeln. Ich will ausschließlich Neuware haben. Was will er? Er will Aufkleber. Es ist entweder ein geiler Übersetzungsfehler, aber ja. Gut, 14.807 Punkte in 10 Tagen soll es abgeschlossen werden. Ist okay. Nehmen wir an. Und gut, ist. Das mache ich dann alles gleich am Folgetag hier. Dann mache ich das nämlich erstmal anpassen. Oh, 100 Dollar durch 10 Komponenten teilen. Sind am Ende des Tages 10 Dollar Aufpreis. Na, also von daher. Was soll der Geiz? So, Staubreinigung haben wir. Dann gucken wir uns die Beleuchtungsoption mal an. Lila statisch. Statisch und lila. Sehr schön. Mehr wollte er ja gar nicht, ne? Also, Doku-Reader wollte er noch haben. Sehr schön. Gut. Passt. Vielen Dank. So. Dann wollen wir mal den ersten Angauen von Chemical 01. Das ist der hier. Bam. So. Da muss ich erstmal gucken, läuft das Leak auf irgendwas? Ja, kann Light of Legion, so rum.
Knight of Legion, empfohlene Spezifikation. Okay, mindestens eine i5 7600 und mindestens eine 1060. Verstehe. Mindestens eine 1060. Gut, gehen wir in den Shop rein. Suchen wir uns ein nettes Gehäuse aus. Weniger Geld sollen wir ja dementsprechend ausgeben. So ein Be Quiet Pure Base 600 Window ist ja ganz nett. Selbst in den Orange gefällt mir eigentlich. So. Oder mindestens ein i5. Prozessorkühlung. Also ich gehe mal fast davon aus, das ist immer so die Sache. Weil mindestens i5, wir haben einen i7, das ist deutlich performanter in dem Falle. Ist also auch in Ordnung, also er zeigt es grün an. Müsste eigentlich funktionieren. Aber rein theoretisch gesehen eine 1060. Ja, wir können eigentlich mit den i5 7600 darauf halt bauen, ne? Also wir müssten 7600 müssten da eigentlich nicht großartig weiter. So, ist ein Kirby Lake LGA 1151. Kosten sogar beide gleich. Also der 7600K hat halt einen Base-Takt ein bisschen höher, ne? Und das war's. Trotzdem gleicher Sockel, kostet gleiches Geld. Kannst du noch übertakten, also why not? Komponente möglicherweise nicht mit anderen Teilen. Doch, ist es. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Nur weil ich die Hauptplatine noch nicht ausgewählt habe, ist doch alles in Ordnung. So. SATX-Board. Gibt es ein ganzes? Ey, Wahnsinn. Achso, M2-Steckplatz, ne? Ne? Generell nur eins? Mit den Sockel? Ne? Okay. Ja, gut. Na, ja, das. So, okay. Wasserkühlung soll ja auch noch versehen werden. Da müssen wir custom. Da müssen wir. Also, ich habe gerade überlegt, ob man nicht einfach IO nehmen, aber nee. Da müssen wir leider custom nehmen. Beleuchtung wäre schon mal nicht verkehrt. Nehmen wir den. Jetzt ist halt die Frage, wie viel haben wir jetzt hier drin? 430 Dollar, okay, das ist okay. Mindestens eine 1060. Gibt es eine 1060 überhaupt als Wasserkomponente? Ja. Kostet 480 Dollar. Was ist, wenn ich eine 1060 mir generell hier hole? Sind wir bei... gut, gibt es noch die Founders Edition, geil. Also kann ich mir gleich die holen hier. Muss ich nur kurz gucken. 6 GB muss sie mindestens haben. Hat sie in dem Falle auch. 480 Dollar. Ja, ob ich nun ein Umrüstungskit dafür hole oder ob ich mir kleine eine Dings hole, ist am Ende des Tages nämlich auch eigentlich egal. Geht das hier mit rein. Wir haben ja mittlerweile neben den flexiblen Rohren gibt es ja auch feste Rohre, ne? Und wir haben ja in unseren Dingern immer flexible Rohre gehabt, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, transparentes, flexibles Rohr. Da haben wir ja mittlerweile neue Möglichkeiten. Dadurch, dass wir eine orange Komponente haben, würde ich ja sogar mal fast orange wählen. Das Problem ist, es gibt kein Orange. Ne? Gelb, grün, alles, aber kein Orange. Leider Gottes.
Aber transparent festes Rohr würde ich einfach mal mit dazu legen, ja. Ja, dass wir das Ganze auch mal so haben. Mit was wir aber arbeiten könnten. Ja, Gold, aber ne, mit Orange arbeiten die hier alle nicht. Na ja, gut, haben wir orangenes Kühlen, haben wir auch nicht. Okay, Hauptplatinwasserblöcke brauchen wir nicht, dann nutzen wir die Dings dafür. Hauptplatinen müssen ja nicht gemacht werden, Speicherblöcke brauchen wir auch nicht, Rammkühler brauchen wir in dem Fall auch nicht. Gut, dann brauchen wir Radiatoren, die das irgendwie abführen können. Ich würde hier auf eine 360er gehen. Um ehrlich zu sein, Beleuchtung sollte RG, alles klar, die haben alle keine RGBs, freut mir. Okay, dann ist es am Ende, obwohl es hat doch RGB, warum gibt er mir hier im RGB-Bereich nichts an? Sehr wild. Ja, es gibt ja RGB hier, 350. Weniger die Gesamtausgaben, ha? 49, ja, wir sind hart an der Grenze. Wir haben noch nicht mal ein. Wir haben noch nicht mal ein Dings. Wir sind jetzt bei 940. Und hier sind wir bei, na gut, nee, 1400, das ist okay. Brauche ich eine M2-Festplatte. Mit mindestens. Ja, relevant. 500 GB und 750 Netzteil, wie immer. Wir haben Speicher, brauchen wir natürlich noch mindestens 4 GB. Nehmen wir die hier mal. Warum sollte denn das nicht kompatibel sein? 3000? Achso, wir haben. Na doch, wir müssen doch eigentlich hinkommen. Ich meine, am Ende des Tages ist es, glaube ich, Latte wie Jose. Also, wir brauchen mindestens 4 Komponenten mit RGB. Ja. Zur Not müssen wir das mit Lüftern noch regulieren. Das haben wir bis jetzt im RGB-Bereich drin. Wir haben. Wir haben das mit RGB, wir haben hier RGB. Da haben wir 2 RGB-Komponenten. Wenn wir noch 2 Lüfter mit reinkriegen, was ich mir jetzt schon relativ schwierig vorstelle, könnte es doch in der Tat ein bisschen problematisch werden. Also brauche ich RGB, brauche ich RGB-Speicher. Das geht gar nicht anders. Und da bleibt nur der übrig. Ja. So, wir haben Gehäuse, wir haben Prozessor, wir haben Motherboard, wir haben eine Festplatte, wir haben Netzteil und wir haben RAM. Sowie haben wir Prozessor, Kühler, Festplatte, bla. Okay, 740, wenn es geht am selben Tag. Und, na, gut, dann sollte das erstmal so passen. Na, bin ich mal gespannt. Balim. Ja, bin ich auch mal gespannt hier. So, PC-Teile, Hauptplatine. Eins, drei. Ah, da passt der Reins ja hier rein. Was hat er denn? Verstehe ich manchmal nicht. Also manchmal ist es echt weird. Okay. Festplatte rein. Passt. Scheiß Gehäuse. Das Gelümbe her.
Schlimm. So, Be Quiet ist jetzt nicht bekannt für Dingslüfter, aber ich sehe auch gerade generell hier ein Problem an der ganzen Geschichte. Ja, das werden wir uns jetzt mal an der Wasserkühlung hier angucken. Ja, hier müsste ich entweder die ganzen Käfige rausmachen. Hm. Mal das Ding hier weg. Okay, dann müssen wir erstmal das hier oben weg. Okay, jetzt sind die Anschlüsse dort. Ich installiere das erstmal so. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Eine Pumpe. Pumpe habe ich vergessen. Natürlich nicht so geil. Jetzt doof. Installieren Pumpenbehälter. Passt zu diesem PC. Inkompatibel. Finde ich gut. Warum ist die inkompatibel? Wegen der Höhe oder was? Menschens, genau. Nein. Oh, Leute. Willst du mich noch verarschen hier? Mach die Schrauben raus! Weil die Ecke wäre mir zu Dings. Okay. Okay. Das passt. Gut. Rohre. Festes Rohr. Rohrleitung. Aha. Feste Rohrleitungen lassen sich in beliebige Form biegen, damit du PCs richtig solche Scheines benehmen. Kannst du das Rohr, was hinzugefügt werden soll, bearbeiten und die Rohrbiegung hinweist. Die Biegrichtung hängt davon ab, in welchem Blickwinkel du das Ding betrachtest. Okay. Ja, logisch. Sehr schön. Biegung entfernen, rückgängig annehmen. Ja. Halten. Ist in Ordnung. Schön ist auch anders, aber es ist okay. Es stößt auf jeden Fall nirgendwo an. Das ist der Hauptsache. Also von daher, ja, kann man das. Also schön ist halt anders, ne? Sind wir einig, aber naja, gucken wir mal. So. Kabel eng verbunden, Kunststoff orange, sehr gut. Kann man das nämlich gleich so hier durchtragen.
dann das Kühlmittel der Wahl. Orangefarben durchsichtig, orangefarben transparent. Machen wir das hier so. Vier RGB-Komponenten mit der Farbe Rot und Effekt statisch. Naja, das werden wir ja wohl hinkriegen. Da bin ich mir da relativ sicher, dass wir das hinkriegen. So. Dann gehen wir hier rein. Starten das Ganze mal. Lass mal kurz das XMP-Profil noch laden. Obere Abdeckung drauf, Seitenwand drauf, das Ding drauf. So, dann gucken wir mal, läuft das Ding? Beleuchtung. Und dann sehen wir mal weiter. Light of Legion. Sieht gut aus. Auch in den empfohlenen Spezifikationen. Also das läuft. 1, 2, 3, 4, wir haben sogar 5. Sehr gut. Statisch. Rot. Jawohl. Haut hin und wir haben 1790 Euro ausgegeben. Das sieht auch gut aus. Aha. Wasserkühlung, super schnell. RGB-Komponenten, Wasserkühlung. Glaubst du, kannst du schnell wie möglich zusammenbauen? Bla, ja. Okay, gut, haut hin. Dann würde ich mal kurzerhand noch hier gucken, ob das stabil läuft. Also CPU-Temperatur 60 Grad ist jetzt nicht so geil. Stürzt ab. Aber warum? Der Kühler zu klein? Oder habe ich den nicht miteinander? Doch, die sind ja miteinander verbunden, ne? Na, schwierig. Ich drossel mal die CPU, die CPU. Hört sich jetzt komplett bescheuert an. Aber wir sind hier bei 63 Grad. Das ist echt nicht geil. Die CPU ist easy peasy. Aber ne, der stürzt uns ab. Leitet die Hitze ab. Ja, das ist richtig, dass der die ableitet, aber er leitet sie auch leider nicht so geil ab, wie ich es mir hätte gerne mal gewünscht. Um ehrlich zu sein. Das Problem ist, er wird uns, gebe ich euch Brief und Siegel drauf, der wird uns eine schlechte Bewertung reinballern. Oder auch nicht, vielleicht ist dem Spiel das auch egal. Kann ich gerade schlecht einschätzen. Ich bin mir aber auch gerade absolut unsicher, warum der das nicht gekühlt kriegt. Das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Also 63 Grad, das ist
Oh, voilà. Außerhalb vom Spiegel geklickt, sorry. Das ist nicht geil, aber ich hab vielleicht noch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Nein. Er geht auf über 100 Grad. Wild. Oh, hat er das jetzt gerade gar nicht angenommen. Also wir müssen die Temperatur auf jeden Fall irgendwie um 10 Grad absenken können, ne? Ansonsten eher schwierig das Ganze. Was mich hier eher ein bisschen mehr verwundert, ist, okay, anwenden. Der Gehäuselüfter kann da eh am wenigsten dafür, würde ich mal fast behaupten. Aber meine, die CPU, ne? Die ist ja. Die ist ja easy peasy, ne? Aber habe ich hier Kabel irgendwo vergessen? Ja, ne, würde der mir ja auch anzeigen. Ist die Pumpe zu klein? Kannst du die. Also, ich gehe mal davon aus, es ist zu klein, generell halt, ne? Aber ich kriege auch eine größere Komponente hier nirgendwo reingebaut. Das ist das nächste Problem. Was ist das nächste, was mich hier ein bisschen abfuckt, ist, dass der. Dass er das hier nicht anwendet. Die bleiben bei 900 Umdrehungen, selbst wenn ich hier auf Leistung gehe, gehen die einfach nicht über die 900 Dinger drüber. Ist doch weird. Ist doch komplett weird. Ha. Ich glaube, da muss ich nochmal umrüsten. Irgendwie. Viel Geld haben wir nicht mehr. $1.800 sind drin. $200 maximal, theoretisch gesehen. Bäh. Macht's nicht einfach. Vielleicht kann ich hier die Schächte generell rausnehmen und hier eine Pumpe irgendwie installieren. Muss ich mal gucken. Aber wir sind erstmal fertig für den Part, meine Damen und Herren. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, oder renne. Tschüssikowski. Tschüss.